Seid gegrüßt, ihr Freunde der Super Mega Random Flash Games. Ich heiße euch wieder mal willkommen zurück zu einem neuen Part davon. Dieses Mal mit dem Tiny Dangerous Dungeons. Ein Spiel auf Newgrounds, das scheinbar zu den allerbeliebtesten gehört. Und das sieht ziemlich cool aus, weil es diesen super Retro Gameboy Charme hat. Aber ich starte gleich mal. Start Game. Oh yeah. Oh, das sieht echt aus wie so ein altes Gameboy Spiel. Ach, ich liebe sowas. Kann ich auch was anderes machen? Ach, das wird mir jetzt eh alles erklärt. Oh mein Gott, Stacheln, nein! Nett. Oh nein, eine Spinne, du kriegst... Au! Warum tötet mich der Frosch? Das ist ja grausam. Ich finde es auch sehr nett, dass ich das mit WASD spielen kann, weil meine Pfeiltasten sind ziemlich kaputt. Ich kann nicht nach links drücken, habe nämlich Tee drüber geschüttet. Eistee. Deswegen gehen die nicht mehr. Frosch? Frosch? Frosch! Verdammt! Ah! Nein! Dieses Spiel ist brutal schwer. Nein, das ist nicht. Ich bin einfach nur scheiße. Okay. Nochmal. Ja, hallo? Spiel? Spiel! Yeah! Adventure Islands. Wir fangen nochmal von vorne an, weil das Spiel scheinbar komplett ausgeht, wenn man einmal stirbt. Und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so wirklich, weil ich werde bestimmt oft sterben. Ah, es sieht so gut aus und dann passiert sowas. Das ist absolutes Gift für die Aufnahme. Noch giftiger als das Gift, das dieser Frosch hier absondert. Ach du meine Fresse, hier springt ja. Okay, wie mache ich das jetzt? Wow, das war gut. Okay, Fledermaus, du kannst rückwärts fliegen, das ist ziemlich cool. Du bist sicher der Michael Jackson unter den Fledermäusen, aber ich muss ja durch. Nein! Verdammt! Lass mich durch! Okay, 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 ich schaff das, ich schaff das. Hallo? Statue? Statue? X, nee, fuck, was muss ich nochmal drücken? Scheiße, ich muss jetzt nochmal runterscrollen. Bla 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 bla. X und K, was ist das für eine Steuerung? X macht nichts, K macht auch nichts. Oh, ich muss nach unten drücken. Ja. Ach, Spiel gespeichert, okay. Das finde ich ja ganz nett. Erinnert mich ein bisschen an Castlevania. Ich mag Castlevania. Der Spinne. Fuck, das war dumm. Jetzt geh wieder runter und hui! Hui, hui, okay. Na, Wasser ist also tödlich. Gut zu wissen, der gute Mann kann nicht schwimmen. Oh, Piranhas! Ah, der Grafikstil ist wirklich wunderschön. Es sieht wirklich aus wie die alten Gameboy-Spiele, nur schöner. Finde ich allgemein ziemlich cool, dass es wirklich schon inzwischen so coole Flash-Games gibt. Früher, als ich die Flash-Games entdeckt habe, gab es ja nur Crap. Und ich meine wirklich Crap. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ja, ja. Okay. Netter Schlüssel. Okay, Frosch, hüpf mal hoch. Und hui, oh Gott. Ich dachte, ich falle ins Wasser. Ich will nicht ins Wasser fallen, dann bin ich bestimmt tot. Da. Piranhas, und das wäre nicht nett. Genau wie die Piranhas. Die sind auch nicht nett. Nicht nett. Nein, 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 nein. Okay, aber ich kann jetzt mal ganz geschmeidig weiterlaufen, weil ich einen geschmeidigen Schlüssel die Düssel habe. Ja, ein Schlüssel die Düssel. Das klingt doch nur minimal dämlich, bescheuert und scheiße. Ja. Hallöchen, Schloss. Geh auf. Okay, was gibt's denn hier zu entdecken? Hallo, Fledermaus. Mach den Moonwalk. Nein, du machst gar nicht den Moonwalk. Du drehst dich einfach zu mir hin. Das finde ich ein bisschen freundlicher, aber nicht wirklich freundlich, weil ihr böse seid. Okay, du stehst einfach nur da und chillst. Frosch. Ah, ich dachte, du fliegst über mich drüber, blöde Fledermaus. Ich habe dir vertraut. Dir nicht. Und dir schon gar nicht, du bist eine Spinne. Spinnen sind giftig und tödlich und eklig mit so vielen Beinen und so vielen Augen und so viel Zeug in ihrem Spinnennetzteil. Den Power Glove. Okay. Ich kann jetzt voll die Heavy Objekte pushen. Oh. 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 Das ist cool. Die Musik ist auch wunderschön. Muss ich mal sagen. Es rührt mich schon fast zu Tränen. Aber nur fast. Ich bin noch kein Mädchen. Oh, ich dachte, ich kann die Fledermaus erschlagen. Nein, die fliegt einfach durch. Großer Gott. Hallo, Froggy, Frog, Frog. Fick dich. Da. Scheiß Viech. Und hui.
Wo kann ich denn jetzt eigentlich, an welchen mysteriösen, unglaublich coolen neuen Ort kann ich denn jetzt hinlaufen? Wir werden es sehen. Da. Nee, ich glaube, ich will da unten entlang, oder? Oh Gott, ich habe doch keine Ahnung. Ich denke hier unten, weil da oben habe ich ja schon was gefunden. Froggy Frog Frog. Ihr anderen Froggy Frog Frogs, geht mir aus dem Weg. Okay, hier gibt es weitergehen. Ja. Wunderschön. Warum chillt eigentlich der Frosch da oben? Da kann ich doch eh nicht durch. Das scheint mir irgendwie sinnlos zu sein. Naja. Großer Gott. Da. Da. Kollisionsabfrage. Macht mich verrückt. Okay, wo bin ich jetzt? Hallöchen, meine schöne Statue. Heile mich. Recht herzlichen Dank dafür. Ich heile dich auch mal, wenn es sein muss. Okay, da komme ich noch nicht ran. Was? Ach so, das ist keine Leiter, das ist ein Tor, das mich nicht durchlassen will. Ein gemeines, grausames Tor. Nicht der Gott, sondern ein Tor. Okay, ich hüpfe mich drüber. Huah! Das war sehr souverän und cool. Und jetzt über dich. Ja! Das war nicht so souverän und cool war es auch nicht. Aber ich hab's geschafft. Kollisionsabfrage! Fuck. Okay, das Spiel friert also nur ein oder beendet sich, wenn man vor dem ersten Speicherteil verliert. Moment mal. Heile mich! Kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich hier mit zwei Leben da losmarschieren soll. Sehe ich gar nicht ein. Okay. Jetzt über dich, andere Fledermaus. Und das war viel zu knapp. Fuck. Los, heile mich. Ist das etwa schon das Ende dieser abenteuerlichen Reise durch diesen wunderschönen Dungeon? Es könnte sein. Ich hoffe es aber nicht. Ich meine, so schlecht bin ich doch auch nicht. Oder doch? Nein, bin ich nicht. Okay. Nein. Geh weg, Spinne. Du spinnst doch. Der Witz musste mal gebracht werden. Ja, Fledermaus, ich hab... Piranhas! Großer Gott, nein! Nein. Hi, Frog. Chillst du ein bisschen? Ja, chillen? Okay, finde ich cool. Da will ich ehrlich gesagt jetzt nicht runter. Das scheint mir irgendwie nicht so sicher zu sein. Och, nee. Kann ich über ihn drüber springen? Sollte doch eigentlich gehen. Okay, das geht. Ich bin schon fast begeistert. Da ist die nächste Statue. Yes! Ich bin wirklich begeistert. Statue, heile mich mal bitte. Heile mich! Vielen Dank, du bist das Pokémon Center. Nur nicht so lang und nervig. Du bist nett, das Pokémon Center. Ich mag dich, Statue. Kollisionsabfrage. Muss ich jedes Mal erwähnen. Hi, Froggy. Baumstamm! Okay. Das war vorhersehbar. Oh Gott. Oh. Nee, das versuche ich gar nicht. Ja, so Gott. Oh nein, Pfeile! Nicht die Pfeile! Das macht mir ja Angst. Schon fast. Die Pfeile! Furchteinflößend. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war anders geplant. Nämlich so. Dann will ich mich langsam vorarbeiten. Nämlich so. Okay, dann spuck mal deine Pfeile. Okay, dann kann ich da drüber springen. Okay, da will ich nicht runter, weil ihr Froggy... Oh, neues Item. Es ist... Throwing Knives. Oh. Bam, 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 bam. Jetzt bin ich richtig Castlevania, Leute. Oh yeah. Aber also hart... So Hardcore Castlevania, das glaubt ihr gar nicht. Fuck. Kann ich euch ausschalten? Bam. Nein. Das scheint mir ein bisschen unfair zu sein. Muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Leckt mich doch, ihr Scheiß... Nein. Bin tot. Bild wird wieder dunkel. Oh, ich hab den Throwing Knives nicht mehr. Soll ich jetzt noch weitermachen? Weil der Part ist eigentlich auch schon fast zu Ende. Ich glaube, es würde wenig Sinn ergeben. Nein, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Leute,
Das war's dann mit Tiny Dangerous Dungeons. Ein schönes Spiel. Die kotzen immer noch Pfeile. Genau, ein schönes Spiel, das ihr spielen solltet. Wenn ihr ein bisschen was Schweres haben wollt. Macht Spaß. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.